So bekommt ihr in Tears of the Kingdom die stärkste Rüstung. Zumindest was den Schaden angeht. Genauer gesagt geht es um das grimmige Gottheitsset, von welchem wir uns zunächst die jeweilige Quest abholen müssen, welche wir in der Nähe vom Stall am Berg bekommen. Also gehen wir zunächst zum Stall und von dort aus müssen wir dann an die Stelle gehen, an der der Rauch in die Luft steigt. Dort angekommen müssen wir mit den zwei Personen vor der Höhle sprechen, anschließend in die Höhle hinein und uns genau diese Truhe hier schnappen. Nachdem wir dies gemacht haben, bekommen wir eine Flaschenpost und nachdem wir diese gelesen haben, bekommen wir auch schon die grimmige Gottheit Quest. Das erste Rüstungsteil bekommen wir nun ziemlich genau hier an der Ruine der Akala-Festung. Dort müssen wir an dieser Stelle einfach nur durch ein Loch in der Wand und schon bekommen wir den Panzer. Die Stiefel hingegen bekommen wir am Jahrtausendbaum, welcher sich hier befindet. Hier müssen wir einfach in den Stamm hineinspringen, ein wenig klettern und schon können wir uns die Stiefel sichern. Als letztes holen wir noch die Mütze, welche sich hier am Totenkopfteich befindet. Hier müssen wir in den rechten Felsen hineinspringen und am Ende auf einen kleinen Felsen hinaufklettern. Und ja, schon haben wir alle drei Teile der Rüstung zusammen.